What? Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Runde Hausflipper. Heute machen wir den Job Nummer 7 aus dem Pets-DLC. Shelly kommt schon angetrabt. Mein Häschen ist irgendwo im Haus unterwegs gewesen eben. Und die Molly lag hier. Da liegt sie immer noch. So, danke, so süß. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ich wollte auch mal schauen, ob es etwas Neues im Tierheim gibt. Ja, gibt es. Der arme Beagle ist auch immer noch da. Ein Golden Okay, dann gehen wir mal zu den Katzen. Ja gut, die interessieren mich einfach nicht so sehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Katzen immerhin. Bunnies? Ich würde immer noch gerne das Braune wieder. Das war so süß. Ein Meerschweinchen, ein Hamster. Noch ein Meerschweinchen, noch ein. Oh, so süß. Okay, gut. Meerschweinchen. Meerschweinchen, meins. Take. Take. Oh. I don't really give a damn. Das ist eine gute Frage. Zur Ehre meines damaligen Meerschweinchens nenne ich das. Ah! Oh. Was macht Shelly denn da? Okay. Shelly, are you okay? Guck mal, lass mal das jetzt hier hin. Ah, wuhu! Versatile Caretaker. Hallo! Guck mal. Oh. Mal da was rein. So süß. Kann ich das gar nicht aufnehmen? Oh, hätte ich jetzt gerne mal in die Hand genommen. Macht gar keine Geräusche. Willkommen, Cindy. Ja, was denn? Komm mal mit. Adoptieren noch mehr. Komm. So. Wie können wir den denn mal nennen? Es ist ein Er. Das ist jetzt eine gute Idee. Eine gute Frage. Wie nennen wir ihn mal? Ich will ihn jetzt ungern Sheldon nennen, obwohl das gerade irgendwie in meinen Kopf kam. Ich weiß noch nicht mal warum. Ja. Also das Gute ist, ich weiß, wie ich den Husky nennen will. Nämlich so. Das ist eine Sie. Haha. Okay, dann weiß ich auch, wie ich sie nenne. Hallo Stila. Willkommen in der Familie, meine Große. Du bist so süß. Ist jetzt schon größer als Shelly.
Was hat sie denn, Was soll ich in den Kopf denken? Alles gut, meine Süße. Alles gut. Irgendwie habe ich es mit weiblichen Hunden. Mein Häschen macht wieder ein Nickerchen. Aber trotzdem hätte ich auch den Golden Retriever noch gerne. Aber wie soll ich den nennen? Ich habe jetzt irgendwie gerade an Charlie gedacht, weil ich so einem lustigen Kanal folge. Und das passt eigentlich auch. Ich nehme Charlie. Hallo Charlie, willkommen! Hallo! Ja, hi! Ah, oh, so süß. Ach, guck mal, ist auch ein Helper. Ach, du kriegst erstmal ein Leckerli. So, jetzt wüsste ich aber mal ganz gerne etwas, nämlich wenn wir hier reingehen. Traits. Each cat or bunny has a unique personality. A set of traits affects appearance. Okay. Ich bin halt jetzt verwirrt, weil das war jetzt zum Beispiel bei Charlie auch so. Da steht jetzt Dirty und Fuzzy Eater aber durchgestrichen. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Mal gucken. So. Yay, ganz viele Hunde. Na, sind Katzen, das will ich nicht. So. Erstmal bin ich noch kein Fan davon. Beagles can often disappear, getting carried away by the incredible sense of smell. They never lose track of their loving caretakers. So. Noch ein Vielfraß, das ist das Letzte, was ich brauche. Vielfraß in der Familie. Der ist auch so süß. Finde ich auch voll niedlich. Okay, Leute. Entschuldigung, ich bin kurz davon. Entschuldigung. So, wir gucken uns jetzt den 17. Job an. Ein Kampf mit dieser blöden Karte. Ah, okay, da hatte ich drauf gehofft, das Grundstück bald zu bekommen. Ich schon. Okay, dann haben wir hier oben einmal Great a Renovation. In einer Katze. Und hier Quality Upgrade. Ich nehme Quality Upgrade einfach, weil es jetzt am interessantesten für mich aussieht. Okay, da gibt es also ein Aquarium. Let's go! Das sieht aber toll aus. I can't say I didn't like our city apartment. It was cozy and close to theaters, cafes, and restaurants. But the noise was overwhelming and the air not so fresh. Now, this is what I call a quality of life upgrade. Here, we've got everything we need. First of all, fantastic views and more than enough space for us and our guests. Then, a big yard, a terrace, a lake, even a private pier. We'll get a new aquarium with the most colorful fish in the world. Our grandchildren will love it too. Quality Upgrade, okay, klingt auf jeden Fall schon mal super. Hi. Hi. So süß. Dann lass uns mal los. Hier ist einer nicht ganz so happy, ne, Molly? Bist die Einzige, die noch kein Treat hat heute, ne? Okay, let's go.
geht ja schnell. So, fast fertig. Wie man bei Molly einfach nur das Hütchen sieht. Ja, zumindest kann man die anderen drei sehen. So, dann wollen wir mal reingehen. Oh mein Gott. Okay. Okay, ja. Ja, da können selbst die Hunde nicht sonderlich weit gehen. Okay, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, sort of. Dann haben wir da hinten das Schlafzimmer. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Na, kann nicht mal der Golden Retriever die Treppen hoch? Oh, wow. Okay. Hier oben haben wir definitiv auch noch mal einiges an Platz, ne? Okay. Bin gespannt, was hier rausgemacht werden soll. Ich muss gestehen, sieht schon interessant aus. What? Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das leer ist. Okay, da bin ich gespannt, was hier gemacht werden soll. Also offensichtlich sollen ja hier noch Wände gebaut werden. Das sieht man ja wieder auf dem Boden. Was ich wieder einerseits gut, aber andererseits auch ein bisschen finde, weil das die Sache zu einfach macht. Ich meine, wenn man jetzt hier so eine Wand nimmt, dann sieht man das ja. Also man sieht ja oben auf der Minimap, wo diese Wand ist. Und dann kann man die ja genau abpassen. Von daher finde ich es ein bisschen schade, dass die jetzt für nötig halten, das auch noch so zu kennzeichnen. Muss ich ganz einfach so sagen. Aber gut. Hi. Gott, erstmal hier rauskommen. Und danke. So. Oh, damit. Okay, ich würde sagen, ich fange dann mal eben an mit dem Aufräumen, Putzen und ich würde hier ehrlich gesagt auf dem Rasen mähen wollen. Oh, so eine schöne Gang. Okay, wir sehen uns jedenfalls gleich wieder. So, sauber haben wir es auf jeden Fall schon mal gekriegt und ich finde... Erstmal, dass ich sehe, dass der Vogel mit den Flügeln schlägt. Finde so mit gemähtem Rasen sieht es viel besser aus. Was mir eben gerade beim Mähen noch aufgefallen ist, ist, dass es hier runtergeht. Oh mein Gott, so cool. Was mir auch aufgefallen ist, hier ist wieder so ein blöder schwarzer Punkt. Diesmal immerhin in Greifnähe, aber ich kann halt nicht rausgreifen, ne? Ich habe gerade nur Sheila bei mir, weil die anderen auf dem Balkon ausgesperrt sind. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, so schön. Oh, ja, ich habe gerade beim Aufräumen schon so für mich gedacht, ja, das könnte mein Haus sein. Und da auf dem Balkon sind sie ausgesperrt. Hallo. Juhu. Okay, hier geht es schon mal gar nicht mehr hoch. Okay. Hier unten müssen wir ja gleich sowieso noch ein paar Sachen aufmachen. Ich bin schon so gespannt. Hi. Ja, wir gehen mal rein. So, ich habe hier tatsächlich jetzt auch noch nichts verkauft oder so. Du musst mir nicht unbedingt folgen. Also du kannst rumlaufen, wie du willst. So. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal eben schnell alles ganz schnell verkaufen. Ich nehme mal an den auch. Ja, guck mal, da liegen sie ganz artig. So. Bitte, bitte sag mir, ich kann die Küche so lassen. Bitte. Ich will nicht. Mal abgesehen davon, so schlecht sieht jetzt dann auch wieder nicht aus, ne? Welches Window? Okay. So, liebe Leute. Hallo.
Ihr müsst mir nicht nachlaufen. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich weiß nie so ganz, was das jetzt bedeutet. Laufen die mir jetzt nach oder nicht? Warum kommst du nicht rein? Oh, so süß, die liebe Sheila. So, legst du mal dahin. So, wunderbar. So, jetzt ist mir hier schon aufgefallen, hier sollen wir die Wände aufreißen. Also ich denke mal, dass wir das Schlafzimmer hier wegmachen und dass hier dann das Wohnzimmer hinkommen soll und dass man da dann Küche und Esszimmer hat. Wenn ich das kaufen würde, und momentan sieht es stark danach aus, als würde ich das kaufen, würde ich diese Wände komplett einrissen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch da, hier das unter Umständen würde ich vielleicht lassen, aber ich würde auf jeden Fall, wenn das irgend geht, die Treppe anpassen, geht leider nicht. Aber ja, weil ich viel lieber ein großes, wo ist mein vierter Hund? Anyway, ein großes Wohnzimmer als Zimmer Küche hätte. Und das finde ich schon störend. Ach, da ist Shelly. So. Okay. Dann wollen wir hier mal die Wände einschlagen. Okay. Interessanterweise sollen wir hier den Eingang wohl ausweiten. Aber irgendwie auch nicht so ganz, weil hier das soll ich zumachen. That's odd. Okay, ja gut. Mache ich. Passt schon. So. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. So, dann haben wir hier schon mal nichts mehr mit umbauen. Hier unten müsste ich ja dann auch wieder bauen, aber da wollte ich jetzt nicht hin. Mich würde vielmehr das hier oben interessieren. Ich habe hier oben nämlich auch schon alles sauber gemacht. Und würde tatsächlich hier jetzt auch mal eben schnell einmal durchwollen, was man alles so entfernen kann. Das wäre das. Also eigentlich kann man willkürlich drauf losklicken, weil man kann nichts verkaufen, was nicht verkauft werden soll. So. Und hier bin ich jetzt auch schon super gespannt. Also hier sieht man zum Beispiel, die soll nicht verkauft werden. Die kann ich nicht verkaufen. Das ist doch eine Wahnsinnsaussicht. Doch, ich denke, das wird mein neues Zuhause. Und hier, jedenfalls, ist mir aufgefallen, wer auf die Minimap mal achtet, da ist noch ein Raum hinter. Ich habe damit jetzt extra gewartet, bis ich hier so weit bin. Das finde ich jetzt wiederum interessant. Soll da ein Fenster hin? Nein. Genau, ich mache jetzt damit sauber. Okay. Finde ich auch interessant. Ich muss gestehen, wenn ich das jetzt kaufen würde, ja, ich würde auch gerne hier oben ein Badezimmer. Dann würde ich das Badezimmer aber eher hierhin machen. Und hier dann was anderes hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich bin jetzt aber einfach mal neugierig. So, wir sollen die Waschbecken verkaufen. Und da ein anderes Fenster. Welche Fensterfarben haben die hier? Braun. Keine schönen Farben. Das war Mensch, wenn ich das nicht falsch sehe. Hallo! Ellie? Are you okay? So. Nicht happy, ne? Also mir fällt immer wieder auf, dass die Pfötchen oben in der Minimap zwischendurch einfach mal gelb werden. Und dann kann es nicht schaden, wenn man die einfach mal streichelt oder so. Jetzt sind inzwischen alle traurig. Oder wie? Naja. Gut, und hier runter. Hier sollen wir ja jetzt auch Sachen bauen, ne? Hier muss ich sagen, bin ich super gespannt drauf. Mir wird aber noch gar nicht angezeigt, was ich machen soll, solange ich nicht die Wände gebaut habe. Doch, ich bin neugierig. Anyway, ich war ja eigentlich runtergekommen, um nach den Farben der Fenster zu gucken. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, Wench. Ich habe keine Ahnung, wie man die Farbe ausspricht. So. Dann soll hier ja ein Fenster hin.
das mir hier nicht mal vorgegeben wird. Na toll. Elijah Window 10, 100 mal 50. Oder wird mir das angezeigt? Ich habe das nicht gesehen. Ah, doch, ja. Guten Tag. Winch. Nee, das wird auch. Na toll. Ihr hättet jetzt voll das geile Fenster hingekonnt und jetzt soll ich da so ein kleines Ding reintun. Echt jetzt? Okay, hier kommt schon mal eine Badewanne hin. Dann kommt. Ich habe eben irgendwo noch einen Anschluss gehabt. Hier. Eine Waschmaschine, ne? Ja. Ist auch, und dann habe ich irgendwo schon einen Duschanschluss gesehen. Hier. Hallo? Aha. So. Okay, ja, Dusche, Badewanne, Waschmaschine. Gut, ich will jetzt nicht unbedingt eine Waschmaschine hier oben machen. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt, weil es heißt ja, es soll ein Aquarium mit reinkommen und ich finde es halt auch ein bisschen wenig bisher so an Platz. Hier sollen auf jeden Fall schon mal andere Fußböden rein. Ah, der ist aber auch bisher so ganz schick. Mal gucken, wie er gleich aussieht, wenn er fertig ist. Aber. Ja, das sieht wie hübscher, heller Laminat aus. Finde ich gut. Guck mal, ich bin durchs ganze Haus gelaufen, da habe ich hier auch Fenster. Und im Endeffekt macht es auch keinen Unterschied, weil ich das da oben eh nicht sehen kann. So. Schon richtig cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Aber ich mag auch den Boden irgendwie. Der ist so schön rustikal. Finde ich schon cool. Was muss hier für ein Boden rein? Das ist auch nur so eine komische Form hier. Na gut. Schön. Und hier kommt jetzt der Boden rein. So. Und auch wenn das ja im Grunde von den Türen dann immer bedeckt ist, mache ich das ganz gerne mit. Ja, den Boden haben wir ja schon oft gehabt jetzt, ne? So, wunderbar. Okay, fangen wir hier an. Ich mag es, ich finde das gut. Und ich muss ja gestehen, ich bin so mega begeistert, dass wir jetzt Lichtschalter draußen benutzen können. Das finde ich richtig cool. Das ist dein Ernst? Hier sollen zwei Armchairs drauf. Mir ist aber aufgefallen, dass ein angeblich 11 Quadratmeter großer Balkon ist, ja? Hey, ja, klar, logisch. Gut, ja, machen wir das so. Gut, dann haben wir den Balkon auf jeden Fall schon mal fertig. Also ich bin jetzt ja nicht sonderlich eager, hier die Wände zu machen. Gebe ich zu. Aber wollen wir das echt so lassen? Ich finde es nicht schön. Naja, gut. Also ich denke, ich habe noch keine Ahnung, was für ein Aquarium das ist. Aber wir gucken mal rein. So, ich denke tatsächlich, das ist jetzt auch genau für diese Ecke gedacht. Also ich muss ja gestehen, das ist schon cool, dass du die sogar auch machen kannst. Jetzt würde ich mir halt nur wünschen, dass man auch den Hasenstall zum Beispiel auch machen kann. Ja, kann man machen. Oh, cute. Oh, that's cute. Und das? Oh, die sind jetzt aber echt mal süß. Ich bin kein Fischmensch mehr. Aber, das ist doch süß, oder? Das finde ich jetzt wirklich süß. Und jetzt könnte man das theoretisch noch irgendwie größer machen und an irgendeine Wand machen.
Immer so aus Neugierde. Passt das dahin? Ja. Gut, ich hätte den jetzt sogar noch größer machen können und da dann hinhängen können. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt soll hier noch ein Bett rein. Okay, ja, nö, okay. Fangen wir doch einmal hiermit an. So. Wir gehen jetzt einfach mal darüber. Passt. Ja, nicht unbedingt schlecht, ne? So, können wir jetzt nochmal darüber reden, was ihr hier noch alles drin haben wollt, Leute? Jetzt mal ganz im Ernst. Okay. Okay, cool. Okay. Hätten wir das auch schon mal fertig? Den Balkon haben wir auch schon mal fertig. So, dann kümmern wir uns jetzt einmal eben hier rum. Das mache ich jetzt aber im Schnelldurchlauf. So, jetzt habe ich das tatsächlich soweit schon mal gemacht. Bin mir aber ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Also erstmal finde ich, das sieht nicht schön aus, dass das nicht gut zusammenpasst. Und bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich das ein bisschen anders mache. Und jetzt so ein bisschen stummel quasi. Oh, okay. Muss ich gar nicht schummeln. Ja, okay, gut. Das ist gut. Sonst hätte ich jetzt nämlich das Braun genommen und dahin gemacht. Diese kleine Ecke. Aber ich finde halt, der Raum ist so dunkel, dass so eine dunkle Farbe einfach nicht gut aussah. Brauche ich noch eine Toilette und ein Waschbecken, ne? Hätte überlegt, hier die Toilette zu machen und da ein Waschbecken. Je nachdem, ob ich ein oder zwei Waschbecken machen soll, muss ich jetzt mal drauf achten. Das werden wir jetzt mal sehen. So, dann können wir das jetzt mal eben hier runterholen. Vielleicht würde ich das jetzt relativ weit oben halten. Bis dahin. Ja, ist ganz okay. Nicht, was ich machen würde. Ich würde definitiv nicht da oben meine Waschmaschine haben wollen. Würde nach unten kommen bei mir, aber okay. Ich denke, dann sind wir jetzt hier oben fertig. Außer vielleicht erst noch irgendwas zugekommen? Nö. Bin besonders happy, dass das mit der Wand geklappt hat. Wow! Hallo Hunde. Warum seid ihr eigentlich jetzt da drin? Ihr könnt euch im ganzen Haus bewegen. Von daher. So, dann wollen wir hier mal gucken. Lay floor tiles, panels, stark wooden panels. Lay floor tile, just a box in. Oh. Okay. Fangen wir hiermit an. Gehen wir hier rein. Oh, okay. Okay, da würde ich jetzt dann doch mit warten, weil das sind eindeutig Sachen, die in die Küche kommen würden. Und bevor ich nicht weiß, was wohin kommen, würde ich das jetzt hier lassen. Okay. Hunde! Also momentan sind die drei ja noch so klein, dass die mir nicht helfen können. Von daher ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, die damit zur Arbeit zu nehmen. Okay, muss ich den nur einmal anbringen? Oh, haben wir das so gemacht, dass sich das. Oh mein Gott, dass sich das anpasst? Wie kriege ich denn das Fenster jetzt wieder zu? Okay, der mit. Ja. Letzte Mal, das bleibt denn jetzt offen. So. Der Raum ist fertig.
So, dann muss ich doch hier bestimmt auch diese Tundra-Dinger dran machen, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Puh, okay. Heieieiei. Okay, also jetzt war ja hier aber auch noch irgendwas, ne? Auch noch relativ. Also es sieht jetzt auf den ersten Blick sehr nach sehr viel aus, muss ich schon sagen. Okay, ja, ja, was ist jetzt das Problem? Ich soll jetzt hier Holz und diese anderen Dinger legen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Einfach weil ich das da nicht schön finde. So. Und ich jetzt das drumherum lege. Ich will mal gucken, ob man damit auch so schummeln kann wie mit dem oben im Bad. Come on, yay! Hätte das nicht funktioniert, hätte ich jetzt einfach die anderen Fliesen darunter gelegt. Einmal gelegt reicht also, okay. Ihr könnt reinkommen. Bin hier unten fertig. Okay, ja gut. Nö, hätte ich jetzt nicht so gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Dann gehen wir jetzt mal da runter. Benehmt euch bitte. So. Jetzt hörst du da die ganze Zeit hecheln. Gut, dann werde ich jetzt eben als erstes die Wände alle bauen. Es ist relativ einfach. Wie gesagt, ihr seht das Layout ja hier komplett auf dem Boden, was ich total blöd finde irgendwie. Aber ja auch oben, ne? Also die durchgehenden Linien. Da seht ihr den Unterschied. Die durchgehenden Linien bedeuten, ihr müsst richtige Wände, also ganze Wände da reinhauen. Die gestrichelten Linien bedeuten, ihr müsst diese Halbwände da reinhauen. That's as easy as it gets. Also, ne? So, ich mach das mal schnell. Dann wollen wir jetzt das machen, worauf wir ja eigentlich die ganze Zeit warten, ne? Wir werden mal die Fenster verkaufen. Yeah, okay, auch hier muss ich jetzt. Waren alles so dunkle Türen und Fenster, ne? Ja. Okay, gucken wir. Können wir mal gucken, was da so der unter. Ne, kann man nicht, okay. Müssen wir warten. Aber offensichtlich ist halt die Frage, würde das jetzt auch zählen, wenn ich das dahin mache? Ich mache das jetzt mal, um das zu testen. Nein, würde es nicht. Okay. Also es wird schon genau da gewünscht. Das ist gut zu wissen. Okay. Jetzt erklärt es sich, warum hier immer noch gesagt wird, ist nicht. So. Jetzt können wir aber auch mal raus. Yay! Wuhu! Kann man das hier streichen bei Any Chance? Nee, leider nicht. Aber das könnte man streichen, okay? Ducks sind so cool. So schön hier. Anyway. Ich habe hier jede Menge zu tun mit den Wänden, mit dem Boden. Das mache ich jetzt mal eben im Schnelldurchlauf für euch. Das Video ist immerhin schon lang genug. So. Der Endspurt. So. Muss ich hier einmal eben durch.
um hier hinzukommen, aber ich möchte hier hinten anfangen. Ich habe nämlich gesehen, hier sind extra Sachen. Ach, so schön. Ja, doch, das wird mein neues Zuhause. Bin ich mir sehr sicher. Es wird ja der Tag kommen, an dem ich alle, ohnehin alle Häuser einmal kaufe und flippen möchte. Sollte ich sie noch einmal kaufen? Und dann werde ich definitiv dieses Haus behalten. Und zu meinem... Aha. Zu meinem eigenen Haus machen. Da hatte das Spiel jetzt aber kurz einen Schluck auf, ne? Eieieiei. Hier steht jetzt einiges an. Man hätte jetzt auch da hinten die Sitzecke hinmachen können. Und hier Tische oder so, aber ja. Ich will hier jetzt nicht nach anderen Boden legen. Leute, das sieht doch blöd aus. %. Ist das jetzt dein Ernst? Wohin denn? Okay. Auch nicht. Okay. %99. Okay. Ja, ne? Wohin soll ich es denn noch legen? Ist doch nirgendwo mehr Platz. Also. Nee, also ich sehe hier nirgendwo mehr einen Platz, wo der noch hinkommt. Hier ist ja auch schon wieder alles fertig, also. Jetzt muss ich gestehen, bin ich etwas verwirrt. Warum bin ich noch nicht fertig? Müsste eigentlich fertig sein. Hi. Muss ich hier noch was machen? Okay. Jetzt habe ich gerade kurzzeitig Panik bekommen und gedacht, ich hätte irgendwas falsch gemacht. So. Muss ich auch hier wieder 3 Stück hängen. Super. Weil ich da ja auch so gut drin bin, ne? 1. 2. Ich wollte das dahin hängen, aber okay. Weil das da sollte eigentlich weg. Meinetwegen. Bleibt jetzt da so. So, okay, das ist natürlich sehr schön, ja. Mhm. Cool Ash. Cool Ash und irgendetwas Hübsches, bitte. Es würde schneller gehen, wenn ihr euch nicht ständig da hinlegen würdet, wo ich Sachen hinstellen will. Olli, komm her. Ist ein Weg. So. Genau, Arco, versuch du mal da runter zu gehen, ne? Yay! Wir sind fertig. Boah, jetzt muss ich von dem schönen Grundstück runter. Oh Mann. Aber ja, auch nur bis wir fertig sind mit den Jobs und dann kann ich das Haus bald kaufen. So, kommt ihr mit? Na kommt.
Ein bisschen schade finde ich, dass ich hier vorne so gar nichts machen soll. Ne? Finde ich jetzt ein bisschen schade, weil hier vorne wären voll viele Möglichkeiten noch. Und ich habe immer noch 13.000, über 13.000 Dollar im Budget. Von daher, hier könnte man einiges draus machen. Jetzt, gut, ich habe jetzt natürlich auch das Garden DLC, muss man jetzt natürlich auch dazu sagen. Hier kann man so viel machen. Aber selbst wenn man nur die neuen Sachen irgendwie unterbringt oder so, das finde ich total. Irgendwie finde ich das total schade, dass hier so gar nichts gemacht wird. Guck mal, so ein paar hier so, ein paar Rosen hinstellen. Wir haben ja noch so super viel im Budget. Einfach, dass es so ein bisschen gemütlicher aussieht. Und ich habe trotzdem immer noch so mega viel übrig. Wo habt ihr die Shelly gelassen, ha? Wo ist denn die Shelly? Haben wir dich jetzt ganz verbuggt, So, jetzt haben wir es aber, ne? So, wir sind dann jetzt soweit fertig. Ich habe immer noch 12.000, also über 12.000 Dollar übrig. Aber was soll ich machen? Mehr wollten die Herrschaften nicht. Ich persönlich hätte jetzt tatsächlich cool gefunden, hier noch so ein Fenster reinzumachen. Ich meine, ich kann gucken, ob es funktioniert, aber ich. Ne, ich gehe nicht so ganz davon aus. Vielleicht so eins? Das ist aber ein anderes als das, was hier ist, oder? Nee, das ist nicht. Okay. Mensch. 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 Schwarz. Guck mal, also das finde ich jetzt zum Beispiel auch mega cool. Gut, jetzt muss ich noch mal rein, weil ich gerade den Küchenschrank von der Wand gehauen habe. Aber dann ist das. Ist mir jetzt Schnuppe. So, jetzt zum Beispiel fehlen mir hier auch total viele Teppiche und so. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und das jetzt. Ach doch, wir haben ja oben das Aquarium, stimmt. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt aber endgültig. Bis, Dani. So. Das ist doch mein Unterschied. Das ja sowieso. Okay, da finde ich immer noch das Bett doof. Extra Bett. Ich will mir das alles hell gestalten. Man kann ja trotzdem Holz drin lassen. Wir haben gerade erfolgreich Job 7 abgeschlossen und wollen jetzt gerade mal gucken, es hat sich hier nicht wirklich was geändert. Immer noch bei Spinnen und Schlangen dasselbe. Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da nie rein. Ja, aber sonst sieht alles normal aus. Freigeschaltet haben wir jedenfalls gerade mein zukünftiges Zuhause. Das Lake Cabin. Oh. So, so schön. Ich finde das Haus total toll. Das Grundstück ist toll. Die Gegend ist so schön. Gut, könnte ein bisschen mehr Rasen haben, aber ich finde es einfach nur mega, mega toll. Ich freue mich schon, wenn ich das flippen kann und dann tatsächlich auch behalten kann. Yay! Außerdem haben wir heute zwei neue Familienmitglieder gefunden, nämlich Akko und Charlie. Nee, das ist Sheila, das ist gar nicht Akko. Ja, hi. Hi, Charlie. Wer kennt nicht den tollen
Facebook. Ja. Wer kennt nicht den tollen Charlie von Facebook? Ich weiß gar nicht, ist der auch auf YouTube? Auf jeden Fall hat er da schon einen tollen Channel. Oh, guck mal, was machen die beiden denn da? Okay. So, wollen wir einmal reinschauen. Mich würde noch interessieren, wie das aussieht. Pets at home. Ah, okay, die sind jetzt alle so. Molly ist weiblich, mein Bunny ist männlich, Shelly ist weiblich, mein Meerschweinchen Cindy ist schon erwachsen, Sheila ist noch ein Puppy, auch weiblich, und Charlie ist noch ein Puppy, aber männlich. Habe ich euch eben eigentlich Cindy richtig gezeigt? Hi. Hi. Cindy. Hi. Oh. Ich war zwar wohl ganz anders, aber passt schon. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man den nicht auf den Arm nehmen kann. Also mit denen kann man gar nicht agieren. Die haben auch nicht irgendwie diese Traits, wo man hier jetzt sieht, wenn die traurig sind oder so. Das hat ein Meerschweinchen gar nicht. Soweit ich weiß, hat ein Hase das. Also ein Meerschweinchen hat ja auch eine weiße Pfote, wie ihr da oben sehen könnt. Das Häschen hat eine grüne Pfote und der kann halt hier auch nichts haben. Und das Meerschweinchen halt nicht. Wo seid ihr? Was hast du denn? Du musst schlafen, ne? Ja, verstehe ich. Und du? Du musst auch schlafen, ne? Dann bleibt ihr auch im nächsten Job. Zum nächsten Job schon mal hier. So. Ich denke, den werde ich nämlich jetzt direkt hinterherwerfen. Ich bin nämlich mega begeistert und möchte jetzt wissen, wie die nächsten Häuser so sind. Und du? So. Was hast du denn? Du bist müde. Das weiß ich ja schon. So, ich sage an dieser Stelle aber jetzt erst einmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr das Haus findet. Ich liebe das Haus jetzt schon. Ich kann es gar nicht da hinten. Hüppelt mein Häschen zur Seite. Ich weiß gar nicht, warum der immer ins Haus hüppelt. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Also ich habe mich absolut total verliebt in dieses Haus und kann es gar nicht abwarten. kann es gar nicht abwarten, da bald einzuziehen. Bis dahin würde ich jetzt aber sagen, wie gesagt, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Und am besten lasst ihr mir dafür ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade. Und mega, mega freuen würde ich mich neben einem Abo auch über einen Daumen hoch und vielleicht euer Feedback in den Kommentaren. Das fände ich super toll. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen besser austauschen. Dann sagen wir sechs. 4 Tiere, 7. Sagen wir 7. Jetzt aber erstmal tschüss, Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, seid artig und tschüss!